Servus hier zur später Stunde in Linz. Also so spät ist es noch gar nicht, es ist jetzt einmal 4:30 am Abend. Aber es ist schon relativ finster und es ist sehr kalt, also ich ziehe da schon am ganzen Leib. Es hat nur 3 Grad Außentemperatur, also man merkt wirklich schon, dass der Winter jetzt ins Land zieht. Ja, und ich habe eben eine neue Information erfahren, nämlich, dass wir in 4 Jahren in Linz wieder eine Buslinie 13 und 14 haben. Ja, das sind für den Linzer Süden geplant. Dort werden 15 neue Doppelgelenksbusse fahren. Also die müssen dann bestellt werden. Die sind dann innerhalb von 4 Jahren da. Also von den Nummern 241 bis 255 gängen dann die Nummern, die neuen 15 Doppelgelenksbusse. Ja, und die Buslinie Nummer 13. Es soll vom Mühlkreisbahnhof bis zum Pichlinger See fahren, also das ist eine Linie. Pichlinger See, da fährt eh gerade die Buslinie Nummer 19 hin. Da soll dann auch noch die Buslinie 13 verkehren. Und die Buslinie 14 ist eine sogenannte Schnellbuslinie und die fährt zwischen dem Hafen und der Haltestelle in Ensfeld. Also Ensfeld, da fährt auch die Straßenbahnlinie Nummer 2 hin. Dort soll die Buslinie 14 dann auch zukünftig zwischen Hafen und Ensfeld verkehren. Ja, die Information, die stammt von den oberösterreichischen Nachrichten, etwa vor 3 Stunden. Habe ich mir gedacht, mache ich gleich wieder drüber, weil ursprünglich wollte ich heute nochmal die alte Werbung von der Straßenbahn Nummer 27 zeigen, weil die wird, glaube ich, jetzt wirklich dann lang nicht mehr fahren oder bald halt wegkommen. Aber habe mir gedacht, naja, das ist halt schon ein wenig wichtiger, dass du mal sagst, was in der Zukunft zu Linz passiert, aber erst in 4 Jahren. Gut, dann sage ich schon wieder Servus, ich gehe jetzt heim, weil ich sehe dir schon wirklich am ganzen Körper, weil es so kalt ist. Gut, dann Servus und bis zum nächsten Mal.